Es ist Lillys Geburtstag und Lea hat angeboten, sie zu einem Spa-Tag einzuladen. Sie kamen im wundervollen Pink Lotus Boutique Spa für ihre Behandlungen an und wurden in verschiedene Räume geschickt. Eine der Frauen erhielt eine Nachricht auf ihrem Handy, die besagte, sei vorsichtig. Schauen Sie sich das Bild an. Können Sie sagen, welche Freundin in Gefahr ist? Es ist Lilly! Das Getränk auf dem Tablett des Kellners ist definitiv vergiftet. Sie sollte so schnell wie möglich aus diesem Ort verschwinden. Jonah wachte in einer anderen Zeitlinie auf. Normalerweise war er ein Einser-Schüler, aber in dieser Realität war er ein ziemlich schlechter Schüler. Sein Lehrer steckte ihn in Nachsitzen, um zu sehen, ob seine Noten besser werden würden. Während der Nachsitzzeit musste er einige Rätsel lösen. Für jedes gelöste Rätsel bekam er Punkte, die ihm helfen würden, seine Note zu verbessern. Seine erste Aufgabe war es, den Unterschied zwischen beiden Bildern zu finden. Er hatte jedoch nur wenige Sekunden Zeit. Kannst du helfen? Ja, das dort rechts hatte das Gekritzel nicht auf dem Papier. Für seine nächste Herausforderung im Unterricht musste Jonah den Unterschied zwischen diesen beiden Kaninchen auf einem Motorrad erkennen. Stellen Sie nicht zu viele Fragen, helfen Sie ihm einfach. Ja, es war die ganze Zeit der Helm. Dana ist eine Schwimmmeisterin, die sich auf ihren Wettkampf am Montag vorbereitet. 24 Stunden vor dem großen Tag verschwindet sie. Niemand kann sie finden. Ihre Mutter ruft die Polizei an und bittet sie, das Verbrechen zu untersuchen. Und sie kommen auf drei Verdächtige. Alle sind Schwimmer. Hannah sagt, sie hat seit ihrer letzten Übung nicht mehr mit Dana gesprochen. Ashley erklärt, dass sie Dana zum Mittagessen am Samstag eingeladen hat. Aber Dana hat abgelehnt, weil sie sich die Haare für den Wettbewerb machen ließ. Und Melanie sagt, dass sie am Abend zuvor mit Dana gesprochen hat. Dana erzählte ihr, dass sie sich vor dem Rennen nervös fühlte. Einer der Schwimmer lügt. Wer ist es? Ich meine, es ist definitiv Ashley. Es ergibt keinen Sinn, dass eine Schwimmerin ihre Haare vor einem Schwimmwettkampf macht. Sie werden sowieso nass. Daniel ist ein Matrose auf einem großen Kreuzfahrtschiff. Eines Tages bat ihn der Kapitän, zum untersten Deck des Schiffes zu gehen und einige Vorräte zu holen. Aber während der Mann die Leiter hinunterging, brach sie und er fiel hinunter. So sehr er es auch versuchte, er konnte nicht herauskommen. Und oh nein, die Situation war schlimmer, als er dachte. Es gab ein Loch im Schiffsrumpf und Wasser begann, die unteren Decks zu füllen. Schauen Sie sich um. Gibt es etwas, was Daniel tun kann, um sich selbst zu retten? Ja, er könnte eine Schwimmweste anziehen und warten, bis das Wasser das untere Deck füllt. Er wird einfach nach oben schweben und dann kann er diese Treppen wieder hinaufsteigen. Ich meine, wenn dieses Schiff nicht ganz Titanic geht, oder? Amelie erkundete den Schrank ihrer Großmutter, als sie auf etwas Spektakuläres stieß. Eine Zeitmaschine. Sie stellte das Datum auf das 16. Jahrhundert zurück und drückte auf Start. Sie verbrachte den Tag damit, einen lokalen Markt zu erkunden, aber die Leute schauten sie immer anders an. Ein Mann kam auf sie zu und sagte, er wisse, dass sie eine Zeitreisende sei. Er sperrte sie in seinen Keller und sagte, er würde nachsehen, wo sie die Zeitmaschine versteckt hat. Amelie war so frustriert, dass sie gefangen wurde und sie hatte Angst, dass sie vielleicht nie wieder in ihr normales Leben zurückkehren könnte. Da sah sie, dass der Keller ein altes Klavier hatte. Hast du eine Ahnung, wie Amelie dieses Klavier benutzen kann, um zu entkommen? Das ist eine knifflige Angelegenheit, aber sie sollte weitermachen, bis sie den richtigen Schlüssel findet. Sie haben sich entschieden, ein Abenteuer zu erleben, also haben sie ihren Rucksack gepackt und sind den Appalachian Trail gewandert. Das Problem ist, da dies ihre erste Wanderung überhaupt war, haben sie schlecht geplant. Ihr Wasser reichte nur für einen Tag und sie brauchten eine Nachfüllung. Vor ihnen gibt es vier Wasserquellen. Ein Teich, ein See, ein saftiger Kaktus und ein Bach. Aus welchem sollten sie trinken?
Die meisten Kakteen sind giftig, daher sollten Sie sich von ihnen fernhalten. Das Wasser aus dem Teich und dem See ist stehendes Wasser. Das bedeutet, es könnte mit Dingen gefüllt sein, die nicht gut für Sie sind. Also bleibt nur noch das Wasser aus dem Bach. Gut gemacht, du. Es wird ziemlich spät und Sie merken, dass Sie mitten im Wald verloren gegangen sind. Ihr Handy-GPS funktioniert nicht und Sie stehen an einer Wegkreuzung. Sie können zwischen 4 Wegen wählen, die nach Norden, Süden, Westen oder Osten führen. Der Pfad, der nach Norden führt, bringt Sie zu einem schwarzen Loch. Die Straße, die nach Süden führt, führt durch einen See voller riesiger Walhaie. Der Weg, der nach Osten führt, führt durch ein kratergroßes Loch. Und der, der nach Westen führt, bringt Sie zu einem himmelhohen Berg, der unmöglich zu übersteigen ist. Welchen Weg werden Sie wählen? Du solltest Richtung Süden gehen. Walhaie stellen keine Bedrohung für Menschen dar und es ist wahrscheinlich nicht wahr, dass sie in diesem See existieren. Ich meine, sie sind Meeresbewohner. Harry hat die letzten beiden Wochen in Ägypten verbracht und alte Pyramiden erkundet. Er ist Archäologe und war auf der Suche nach bahnbrechenden Entdeckungen zur Geschichte der Mumien. In einer der Pyramiden fand er eine geheime Kammer. An den Wänden dieser Kammer stand Folgendes: Wenn man die Antwort richtig gibt, wird ein altes Geheimnis enthüllt. Und direkt darunter fand Harry ein Rätsel. Die nächste Antwort, die dir über die Lippen kommen sollte, sollte das Wesen sein, das in Stoffstreifen eingewickelt ist. Kannst du erraten, was Harry antworten sollte? Mama. Er sollte einfach das Wort Mama sagen. Tom entkam aus dem Gefängnis, indem er einen langen Tunnel im Boden seiner Zelle grub. Er war 3 Stunden lang durch den unterirdischen Tunnel gekrochen, als er sah, dass der Haupttunnel in 3 kleinere unterteilt war. Der erste Tunnel stand in Flammen. Der zweite Tunnel war das Zuhause eines Nestes giftiger Schlangen. Und der dritte Tunnel war mit Sprengstoff gefüllt. Welchen Tunnel sollte Tom nehmen, um seinen Gefängnisausbruch fortzusetzen? Er sollte den Tunnel mit dem Feuer wählen. Er kann das Feuer mit dem Staub vom Boden löschen und seinen Weg in die Freiheit machen. Sierra wollte auf das Konzert ihrer Lieblingsband gehen, hatte aber nicht genug Geld, um die Tickets zu kaufen. Ihr örtlicher Radiosender veranstaltete einen Wettbewerb und der Gewinner würde Tickets für die Show bekommen. Alles, was sie tun musste, war, ihr Rätsel richtig zu beantworten. Sie rief den Radiosender an und sie stellten ihr folgende Frage: Jede Nacht wird mir gesagt, was ich tun soll. Und jeden Morgen mache ich, was mir gesagt wird. Aber ich kann deinem Tadel immer noch nicht entkommen. Was bin ich? Sierra hat die Tickets gewonnen. Kannst du raten, was sie geantwortet hat? Die richtige Antwort ist ein Wecker. Das klingt doch genau richtig, oder? Amy wachte auf einer entfremdeten Insel auf. Sie suchte überall nach etwas, das ihr helfen könnte zu fliehen und fand nichts. In den folgenden Tagen suchte sie weiter nach etwas, das ihr eine Richtung geben könnte und stieß auf 3 zerrissene Stücke Papier, die zu einem zusammengefügt werden konnten. Sie setzte alles zusammen und schaffte es, die Insel mit dem Wasser zu verlassen, indem sie keine anderen Ressourcen als die Dinge benutzte, die sie gefunden hatte. Können Sie herausfinden, wie sie das geschafft hat? Das ist knifflig. Nichts war der Name des Bootes, das sie verlassen auf der Insel fand. Dann fand sie zerrissene Papierstücke, die zusammen eine Karte ergaben. Die Karte half ihr, die nächstgelegene bewohnte Insel zu finden und das Boot half ihr, über das Wasser zu kommen. Mirabel betrat die Delikatessen ihres Vaters und bat um ein Sandwich zum Mitnehmen. Als sie nach rechts schaute, bemerkte sie etwas außergewöhnlich Ungewöhnliches. Schau dir dieses Bild an. Kannst du sagen, was es war? Eine Schildkröte versteckt sich unter dem Tresen. Das ist sicher nicht normal.